Die Sommerpause. Sie ist das, was uns Gamern den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Keine Blockbuster. Stattdessen seichte Gamingkost und das wiederholte Anspielen alter Klassiker. Eine schwere Zeit, in der nur noch Netflix and Chill helfen kann. Gut, dass sich diese Zeit nun so langsam dem Ende zuneigt und wir uns wieder auf Spielegranaten einstellen können. Den Anfang macht dabei heute das Roguelike-Spiel Dead Cells, welches endlich aus dem Early Access rauskriegt und uns mit seiner Mischung aus Plattformer, Pixel-Look, Humor und jede Menge Action umhauen möchte. Dabei spielt das Sterben eine große Rolle. Warum das allerdings ein sehr angenehmes Element des Spiels ist und wie Dead Cells sich sonst so schlägt, erfahrt ihr in diesem Review-Video. Stellt euch vor, ihr... Ach nee, wartet, ich zeig's euch einfach mal. Sah ziemlich nervig aus, oder? Da stirbt man jedes Mal wieder und wieder. Und das war kein übertriebener Zusammenschnitt, denn ihr werdet sterben. Sogar ziemlich oft. Und das ist auch gut so. Versteht ihr nicht? Dann lasst es mich mal erklären. Dead Cells ist ein Roguelike-Spiel mit leichten Metroidvania-Elementen und der passenden Portion Action-Plattformer. Das heißt, ihr bekommt prozedural generierte Level in leichten Pixel-Look und Permadeath. Wenn ihr das Zeitliche segnet, fangt ihr also jedes Mal wieder vom Anfang des Spiels an. Nichts damit speichern. Anders als andere Spiele dieser Art bringt Dead Cells hier aber einen neuen kleinen Twist rein und lockert die Formel für euch leicht auf. Rogue Light nennen sie das dann und machen es zu etwas eigenem. Innerhalb der Level findet ihr nämlich jede Menge neuer Waffen, Baupläne für neue Rüstungen und könnt euch mit den eingesammelten Zellen, die ihr von Gegnern bekommt, auch Upgrades erspielen, welche im Level weiterhelfen. Das könnt ihr immer am Ende eines Levels tun. Diese Upgrades und besonderen Fähigkeiten behaltet ihr allerdings, wenn euer Charakter sterben sollte. So erschließen sich neue Möglichkeiten in einem Gebiet, welches ihr vielleicht schon besucht habt. Und jeder Run ist dann doch etwas anderes, da euch neue Wege zur Verfügung stehen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel diese Ranken aus dem Boden schießen lassen und kann ein anderes Level als noch zuvor besuchen. Ich habe eben mehr Möglichkeiten, denn diese Aktion konnte ich vor meinem Tod nicht ausführen. Das Sterben ist also ein essentieller Bestandteil des Spiels und überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, es gehört einfach dazu. Sterben, wiederkommen, es besser machen. Sterben, wiederkommen, es besser machen und so weiter und so fort. Durch euren Tod lernt ihr nur dazu und so erschließen sich euch immer neue Möglichkeiten. Auch eure Gegner lernt ihr so im Verlauf des leicht schrägen Abenteuers besser kennen. Wo am Anfang noch alles eher bedrohlich wirkt, so meistert ihr später mehrere Gegnertypen und versteht, dass es vor allem darum geht, deren Muster richtig zu erkennen. Und nein, hier kommt jetzt kein Dark Souls-Vergleich. Leute, ihr macht zu viele Dark Souls-Vergleiche. Ich werde das Spiel nicht weiter im Text. Und mit diesem Wissen über eure Gegner könnt ihr dann beim wiederholten Kampf das Ganze gegen sie anwenden und sie mit taktischer Raffinesse aus dem Verkehr ziehen. In Dead Cells geht es also viel mehr immer um den Kampf und das Abwägen verschiedener Möglichkeiten. Nachdem ihr dieses Prinzip verstanden habt, kann der Spielspaß kommen. Und auch wenn man sich wieder und wieder durch dieselben Level kämpft, so gibt es dank dem bleibenden Upgrades und dem Wissen, was man sich mit Zeit zu Zeit erspielt in den einzelnen Abschnitten, immer eine Art Fortschrittsgefühl für den Spieler. Es fühlt sich geradezu belohnend an, wenn man nach dem gefühlt tausendsten Run die schwierige Passage endlich geschafft hat und sich wie ein kleines Mäuschen weiter durchs Spiel arbeitet.
Ihr bekommt mit der Zeit ein Gefühl für das Spiel und die Plattformer-Passagen mit den überlegten Ausschalten der Gegner. Und das fühlt sich dann nach einer Zeit einfach wie gewohnt an und geht gut von der Hand. Die größte Schwäche des Spiels ist es wohl dann eher, dass man durch das wiederholte Spielen immer und immer wieder durch die gleichen Schauplätze läuft. Sicherlich wechseln die sich immer mal wieder ab, aber sie ändern sich thematisch kaum, sind eher düster und trübe. Ganz klar, wer das nicht mag, der wird mit dem Spiel nicht warm werden. Und auch Fans eines großen Story-Abenteuers werden hier wohl nicht glücklich. Auch die Gegner bleiben nicht wirklich in Erinnerung. Es sind halt irgendwelche x-beliebigen Monster mit verschiedenen Angriffen und Mustern. Sie wirken leicht ersetzbar und weisen nicht wirklich ein großartiges Design aus. Ob das allerdings gewollt ist von den Machern, ja, das ist sowieso nochmal eine andere Frage. Dafür gibt es aber immer mal wieder leicht aufgelockerte Dialoge mit einer Prise Humor und einem Soundtrack, der das Setting gut unterstreicht. Insgesamt wirkt das Paket aus Musik, Grafik und Spielwelt sehr, sehr stimmig und passt herrlich zusammen. Dadurch machen die Plattformer-Passagen noch umso mehr Spaß. Kommen wir aber nun zu meinem Fazit zu Dead Cells. Wer jetzt weiß, worauf er sich bei dieser Plattformer-Roguelike-Mischung einlassen muss, der sollte aber auch gut genug wissen, ob das Spiel etwas für ihn ist. Trotz der immer wieder gleichen Level ist Dead Cells ein Spiel, bei dem man sich herrlich in einen Rausch spielen kann und dessen Steuerung und Gameplay so super leicht von der Hand geht und total viel Spaß macht, wenn man denn einmal drin ist. Insgesamt also ein sehr in sich stimmendes Gesamtbild, welches ich Fans dieses Genres nur absolut empfehlen kann.